Alles klar. Können wir hier noch was machen? Nee. Hier, was fehlt denn uns hier noch? Fünfmal verrätisches Schloss, aber wir hatten doch verrätische Schlösser eingesammelt gerade. Und da einfach nur ein Holzschlag. Macht plus eins, alles klar. Das heißt... Wow, 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 wow. Ach, hier sind direkt Risse noch. Na, dann schließen wir die erstmal. Und dann, glaube ich, gehe ich mal kurz zurück nach Haven und auch noch wieder ein paar Quests abgeben. Da vorne ist doch direkt ein Riss, naja. Den können wir jetzt auch noch ganz kurz da lassen und hier mal kurz ins Haus rein. Und da ist auch ein Mosaikteil. Der Fall, gefundene Teile. 5 von 12. Ob ich da mal alle finde, ey. Das Reich von Tevinter, ob zum Guten oder zum Schlechten, das Reich hat Tedas für alle Zeiten seinen Stempel aufgedrückt. Der alte kaiserliche Hochweg ist in den meisten Teilen von Tedas noch immer in der Benutzung. Und die Ruinen alter Tevinter-Festungen und Zentren magischer Studien prägen noch immer unsere Landschaften, nachdem der Glanz des Reiches schon längst verblasst ist. Doch der Einfluss dieses alten Imperiums reicht noch tiefer. Ohne Tevinter hätte es keine Verderbnisse gegeben, keine Andraste und keine Kirche. Jeder Aspekt unserer Welt wäre heute anders. Die Macht und Erhabenheit des Reiches mögen verblasst sein, aber sie sind selbst bis in die letzten Winkel von Tedas noch spürbar. Jedes Kind ist mit Geschichten über Tevinter aufgewachsen, wie es heute ist. Eine dekadente Nation, regiert vom Archon und seinem Hof der Magister, mächtigen und zweifellos verdorbenen Magierlords. Ihre Kirche ist nichts weiter als eine Verspottung unserer eigenen und ihr schwarzer Göttlicher ist ein Mann, der aus dem Zirkel der Magie von Minratus erwählt wurde. Sie pervertieren das heiligste Gesetz des Erbauers. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Die Magier im Reich sagen, ihre heiligste Pflicht sei es, den Menschen zu dienen, indem sie politische Macht ausüben. Und das Schlimmste, bei dem der gesegneten Andraste die Tränen in die Augen treten müssen, ist, dass alles auf dem Fundament der Sklaverei erbaut. Während die meisten Nationen innerhalb ihrer eigenen Grenzen den Kauf und Verkauf von Sklaven verbieten, liefern nahezu alle von ihnen ihre eigenen Bürger an das Reich. Sie untergraben damit das Verbot derartiger Gräueltaten und stillen den unersättlichen Hunger des Reichs nach Leibern. Und gegen die Kunari zu kämpfen, um ihren Minen und Steinbrüchen zu arbeiten, um die zerfallenen Straßen zu fegen, die Misthaufen zu wenden und den Launen ihrer Magieraufseher zu gehorchen. Aus Schwarze Stadt, Schwarze Göttliche, eine Abhandlung über das Reich von Tevinter, von Schwester Petrine, Skolarin der Kirche. Ja, was ganz geil ist, ist auch, dass man immer so diese verschiedenen Sichten sieht. Weil, also das kann man ja jetzt nicht für voll nehmen so richtig. Oh, was haben wir denn hier? Ein Bisent. Das hat ziemlich viel Armor drauf auf jeden Fall, aber... Ich würde es ja gerne umhauen. Schön von hier oben. Ihr wart doch mal in Denerim, oder? Fangen wir mal an mit ihm hier. Ich war schon an vielen Orten. Soweit ich gehört habe, war diese Jenny-Sache da unten nicht ganz so lustig. Naja, wow. Ein oder zwei Arschlöcher. Okay, es hat ihn eingeschlafen. Einschlafen lassen. Ich will damit nur sagen, dass ihr offenbar nicht die Wirkung erzielt, die möglich wäre. Na dann. Hallo, drittes Arschloch. Okay, jetzt... Unser Krieger gegen das Bisent. Zünden wir es mal an, alles klar. Ja, läuft doch. Kriegen wir auf jeden Fall tot. Oh, hat er ein bisschen. Oh, da hat es neuen Armor bekommen. So. Alles klar. Hat leider nichts zu looten gegeben. Ich dachte, vielleicht irgendein Handwerksmaterial. Jetzt habe ich einfach nur ein armes Bisent hier getötet. Ohne Grund. Na toll. Karma minus 300. Egal, den Riss schließen wir dafür auch noch. Scheint auch nicht so schwer zu sein, der Riss. Wow.
Hallo, kannst du den mal bitte... Ja, jemand muss Sarah helfen! Okay, ich geh hin, ich geh hin, ich geh hin. Ach ne, da kommen erstmal noch neue. Alles gut soweit. Kleinen Trank rein. Ja. Wow, da hat er mich umgeworfen. Aber jetzt stehen wir richtig gut, um eine neue Barriere zu machen. Boah. Die zwei hier, die nerven ganz schön. Der war feuert einfach rein mit der Bianca. Das ist nice. Okay, ab zum Riss, er ist schließbar. Und bam! Oh, das ging ja schnell, nicht. Jetzt aber. Und bam! Sehr schön. Okay, Riss Nummer 1 ist geschlossen. Wir haben mittlerweile echt richtig viel Macht. Zack. Tür das Liebste. Dennett, es ist mir egal, ob das beste Land auf dem Hof ist. Ob es das beste Land auf dem Hof ist. Die Bauern erinnern sich an die alten Lebensweisen und das alte Blut. Und das werden wir respektieren. Ich respektiere ja auch, dass du die alten Hufnägel zu Ringen verbiegst und sie in die Sättel steckst, weil du glaubst, es würde Glück bringen. Wenn die Bauern diesen Baum also behalten wollen, um Tirdas blattohrige Liebste zu ehren, lassen wir ihn stehen. Das bisschen Land, das wir dadurch verlieren, wird durch die Loyalität, die wir gewinnen, mehr als wettgemacht. Wenn ich bei meiner Rückkehr feststellen muss, dass der Baum weg ist und du und Bron mir irgendeine Geschichte auftischt, er sei bei einem Sturm entwurzelt worden, werde ich die Wahrheit aus Serna rauskitzeln. Dann kannst du in Zukunft in deinen Sätteln schlafen, die du so liebst. In Liebe, Elena. Okay, cool. Hier gibt es schon wieder so viel neuen Stuff. Ja, was ist denn hier vorne, bitte? Ah, eine Notiz. Eine Bitte von Herzen. Mein preisgekrönter Bisent namens O.O. Trophy wird vermisst. Er ist bei einem Dämonenangriff weggelaufen und wurde zuletzt... Trophy vor allem. Er ist bei einem Dämonenangriff weggelaufen und wurde zuletzt in der Schlucht gesehen. Wer ihn findet und auf mein Gehöft zurückbringt, erhält eine Belohnung. Eine Mitteilung auf einer Anschlagtafel. Eine einfache Karte zeigt, wo sich der Bisent ungefähr aufhält und wohin er zurückgebracht werden soll. Alles klar. Das machen wir. Ich dachte schon, ich hätte ihn schon getötet aus Versehen. Aber das war nicht der Trophy. Das war einfach nur ein random Bisent. So, jetzt haben wir da vorne noch was. Mal ganz kurz rasten. Ups. Na komm, rasten. Alright. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, danke für den Nichtbericht. Der Nichtbericht ist immer das Beste. Es gibt nichts zu berichten. Ich berichte Ihnen, dass es nichts zu berichten gibt. So, Brief in einem leeren Haus. Entrin. Sie raten allen zu gehen, bis die Magier und Templer aufhören, alles niederzubrennen. Aber ich habe den Blick der Händler gesehen. Wenn wir nur fliehen, räumen sie unsere Häuser aus. Ich bringe unser kleines Projekt in die Höhle in den nördlichen Hügeln. Ihr kennt sie ja. Dort ist es sicher, bis das alles vorbei ist. Hessel. Okay, easy. Da können wir, haben wir auch einfach einen Eintrag gekriegt ins Buch. In unser schönes Questbuch. Und irgendwas hat er da hingebracht, weil es da sicherer ist anscheinend. Wie kommen wir jetzt zu dem Riss noch? Den würde ich gerne noch schließen. Bevor wir zurück nach Haven gehen. Voran Klamm. Oh, da ist er doch, der Riss. Und, oh, das sieht nicht gut aus. Höherer Schatten. Und Dämon der Verzweiflung. Nee, nee, danke. Level 12, da legen wir uns mal nicht mit an. Sogar ein Totenkopf dran. Und da kommen wir nicht mehr rum. Okay. Ja, shit.
hiermit ein Meister für die Pferde denn? Oh ja, Pferde, ich will ein Pferd haben, auf jeden Fall. Meister für die Pferde. Da laufen wir sofort hin. Und schauen wir mal, ob der uns echt ein Pferd organisieren könnte. Das wäre der Hammer. Wenn wir hier alle vier so rumreiten, statt hier so lässig rumzulaufen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Dann muss sich wohl Haven doch noch ein bisschen gedulden. Da müssen wir jetzt erstmal zum Dennett. Dem alten Pferde. Das muss wohl Meister Dennett sein. Ja, muss er wohl. Was ist hier los? Wieso steht da einfach nur locked? Ist es ein Haus ohne Eingang? Nee, da. Okay. Es ist aber wirklich verschlossen. Wir können es mal ausprobieren hier mit unserem kleinen Dieb. Geschickte Hände, gute Werkzeuge. Mist. Was mit der Sarah? Kann die sowas? Errungenschaft erforderlich. Ja, das ist doch mies. Warum kann die das noch nicht? Attribute. Können wir nicht vergeben. Taktiken und Fähigkeiten. So, aber jetzt. Hier ist es ja nicht dabei, leider. Wo kann ich das denn dann vergeben, dass die auch Schlösser knacken kann? Oder? Schauen wir mal. Ausweichen, Hinterhalt, Schattenschlag, Schlafpulver, das sind alles nur so Kampffähigkeiten. Fallen? Das mit den Dolchen und... Ja, okay. Nee, das ist doof. Errungenschaft erforderlich. Geschickte Hände, gute Werkzeuge. Egal, Dennett. Oh ne, das ist Elaina, die hat den Brief geschrieben eben. Ihr solltet mit meinem Mann sprechen. Alles klar, machen wir. Ich wollte nur erstmal mit dir sprechen. Aber wenn du keinen Bock hast... Oh, da sind Pferdchen. Hallo. Oh, bitte gib uns Pferde. Ihr seid also die Inquisition, hm? Ich hab gehört, ihr versucht wieder für Ordnung zu sorgen. Wird ja auch höchste Zeit, dass jemand was unternimmt. Ich hätte allerdings nicht gedacht... dass es ausgerechnet einer von euch grobschlächtigen Riesen sein würde. Mein Name ist Dennett. Ich habe Al-Imen 30 Jahre lang als Stallmeister gedient. Wie ich höre, braucht eure Inquisition Pferde. So ist es. Könnt ihr uns helfen? Im Moment nicht. Ich kann nicht einfach 100 der besten Rösser in ganz Ferelden wie einen Brief verschicken. Jeder Bandit zwischen hier und Haven würde sich auf sie stürzen wie Fliegen auf einen Scheißhaufen. Ihr bekommt eure Pferde, sobald ich weiß, dass sie nicht als Frühstück an einem kalten Wintermorgen enden. Oh. Falls ihr mit mir persönlich ein Problem habt, wüsste ich das gern. Was? Ich hab nichts gegen die Kunari. Ich weiß zwar nicht, wie ihr reiten könnt, während eure Füße am Boden schleifen, aber das ist ein Problem zwischen euch und eurem Pferd. Meine Frau Elena leitet die Höfe und Bronn ist für meine Wachen zuständig. Sie werden euch sagen, was sie brauchen. Und bis dahin verdient zumindest ihr etwas Besseres als diesen lahmenden Ackergaul, den sie euch da gegeben haben. Der Fuchs da drüben ist ein reinrassiger fereldischer Vorder. Kümmert euch gut um ihn. Dann wird er sich auch gut um euch kümmern, Inquisition. Okay. Ja, dann haben wir doch jetzt ein Pferd bekommen. Sehr schön. Ich hab schon gedacht, ja, es ist vielleicht ein bisschen frech, aber das zu ihm zu sagen gerade, aber hat es anscheinend doch gebracht. Weil ich wollte einfach... Was ein Glück ist, der so eine ruhige Seele und ist jetzt nicht ausgerastet, deswegen nur, weil ich das gesagt habe. Was gibt's denn hier noch? Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 1 von Varric Tetras. Es heißt, Geld schlafe nie, doch wer je um Mitternacht auf dem Oberstadtmarkt auf Patrouille war, würde dem wohl widersprechen.
Die Taschendiebe und Trickbetrüger machen sich in der Abenddämmerung auf den Weg in die Tavernen. Die zwergischen Geschäftsleute und Adeligen kehren in ihre winzigen Paläste zurück, um sich darüber zu beklagen, wie sehr sie betrogen wurden, und Stille senkt sich über den Markt. Donnen Brennokovic hätte sich in jedem Winkel des Marktes mit geschlossenen Augen zurechtgefunden. 20 Jahre auf Patrouille hatten sich ihm so eingebrannt, dass er sogar in seinen Träumen seine Runden drehte. Bei Jevlan, dem neuen Rekruten, sah das anders aus. Das Klirren von Stahl, der auf Stein traf, verriet Donnen, dass der Kleine wieder einmal gegen eine Säule gerannt war. Seine neue Rüstung würde bei Sonnenaufgang voller Dellen sein. Fackeln würden das Ganze deutlich erleichtern. Die Geräusche, die Jevlan machte, als er mühevoll versuchte, wieder aufzustehen, klangen wie der umstürzende Wagen eines Kesselflickers. Fackeln machen euch nachtblind. Ihr gewöhnt euch schon daran. Donnen überquerte den Platz, um dem Jungen wieder auf die Beine zu helfen, als eine leichte Brise die Banner und Wimpel flattern ließ und einen alten, vertrauten Geruch zu ihm trug. Abrupt blieb Donnen stehen. Hier stimmt etwas nicht. Seine Stimme war gedämpft, warnend. Sein Blick wanderte durch die Dunkelheit bis hin zu dem Zwischengeschoss direkt über ihn. Kommt mit und stellt euch auf Schwierigkeiten ein. Die beiden Wachen stiegen die dunkle Treppe hinauf und fanden dort inmitten einer tiefschwarzen Lache die Leiche. Mit goldbesetzter Satin schimmerte durch das Blut. Holt den Hauptmann, seufzte Donnen. Wir haben hier einen toten Magistrat. Oh oh, hier ist irgendwas. Erstmal plündern wir noch alles. Banner der freien Marschen. Okay. Das müsste doch genau hier sein, oder? Hier um die Ecke vielleicht? Ah, da müsste es drin sein. Yes! Okay, her damit. Die Getränke von Tedas. Flaschen an der Wand. Ein orlesianischer Likör für alle Wagemutigen oder jene, die so wirken wollen. Er verstärkt angeblich die Empfindung. Am Boden der Flasche findet sich ein Pfirsichkern mit erotischen Schnitzereien. Die Darstellungen sind schlicht, aber der Abfüller versichert, dass der Vorgang des Schnitzelns absolut skandalös war. Und die sind ganz cool, diese kleinen Gimmicks hier drin. Das sind wie so Easter Eggs, einfach nur diese Flaschen an der Wand. Alles klar. Dann mal ab auf den Gaul. Boah, da vorne ist er. Aufsitzen. Machen wir, aber vorher reden wir nochmal mit Serna hier. Hättet ihr Lust, euch an einer meiner Strecken zu versuchen? Von welcher Art Rennen sprecht ihr? Ich stecke dort drüben mit Pfählen eine Strecke ab. Sie ist zu schmal, um gegeneinander zu reiten, also nehme ich mit einer Sanduhr die Zeit. Ihr versucht, die Strecke zu meistern, bevor die Zeit um ist. Auf jeden. Ich denke, ich versuche mich mal an einer eurer Strecken. Wundervoll. Dann holt euer Pferd, während ich sie abstecke. Wenn ihr die Zeit schafft, trenne ich mich von einem Teil des Kleidergeldes, das ich von Vater habe. Betrachtet es als Spende an die Inquisition. Cool.